hier direkt vor der Technischen Universität von Hongkong und in den vergangenen Stunden hat es weitere Versuche gegeben von der Polizei, die Studenten aus diesem Gebäude zu bekommen. Rund 100 sollen noch drin sein, die sich verbarrikadieren. Ich habe gerade selbst sehen können, wie die Polizei vor dem Gelände einen Demonstranten festgenommen hat, der versucht hat, von dort zu fliehen. Momentan ist es zumindest in den Straßen rund um die Universität ruhiger geworden im Vergleich zu den vergangenen beiden Tagen und Nächten. Es sieht danach aus, als würde man versuchen, hier irgendeine Art von diplomatische Lösung zu finden. Auch deshalb, weil am Sonntag in Hongkong eigentlich regionale Wahlen stattfinden sollen.